Algen. Können wir mit ihrer Hilfe das globale Klima retten? Können Bakterien und Pilze fossile Ressourcen ersetzen? Und können aus den kleinsten Zellen die größten Fabriken der Zukunft werden? Solche Fragen stellen wir uns bei Festo. Denn Automatisierungstechnik hat für uns verdammt viel mit Natur und Klima zu tun. Weil wir nachhaltige Lösungen entwickeln wollen, die unsere Natur und unsere Ressourcen schützen. Alles, um CO2-reduzierend zu produzieren. Dabei ist die Natur unsere größte Inspiration. Und Bionik eines unserer spannendsten Forschungsfelder. Aber wir gehen noch einen Schritt weiter. Wenn wir die globalen Herausforderungen stemmen wollen, müssen wir technische Innovationen mit natürlichen Prozessen kombinieren. Deshalb forschen wir weiter. Von der Bionik zur Biologisierung. Und damit wieder zur Alge. Dieser kleine Organismus bindet rund 10-mal so viel CO2 wie Landpflanzen. Aber es könnte noch viel mehr sein. Also haben wir angefangen, mit unserer Technologie einen Bioreaktor zu entwickeln, in dem Licht, Temperatur, pH-Wert, CO2 und Sauerstoffgehalt perfekt ausbalanciert werden. Optimierte Lebensbedingungen, unter denen die Alge 100-mal so schnell CO2 bindet wie eine Landpflanze. 100-mal. Die Basis unserer Bionic Cell Factory. Eine Modellfabrik, die zusätzlich den kompletten Verwertungsprozess der Alge umfasst. Von der Kultivierung bis zum Endprodukt. Dabei entsteht wertvolle Biomasse. Und die können wir nutzen. Zur Herstellung von Verpackungen, Medikamenten oder Lebensmitteln. Komplett nachhaltig. Aber wir gehen noch weiter. Weiter in die Tiefen des zentralafrikanischen Kivusees zum Bakterium Thermoanaerobacter kivui, welches uns die Umwandlung von Wasserstoff und CO2 zu Ameisensäure ermöglicht. Mit einem weiteren Future-Konzept der Bionic Hydrogen Battery haben wir mit unserer Technik ein System entwickelt, das genau diese Prozesse für die Industrie optimiert. Wasserstoff zu Ameisensäure, Ameisensäure zurück zu Wasserstoff. Ganz einfach. So lässt sich Wasserstoff sicher speichern, transportieren und damit als sauberen Energieträger nutzbar machen. Wir möchten unsere Technologie dem Markt der Zukunft bereitstellen, damit viele weitere Mikroorganismen im industriellen Maßstab kultiviert werden können. Darum forschen wir weiter, entwickeln weiter. Und geben unser Wissen weiter. Durch neue Aus- und Weiterbildungen im Bereich nachhaltige Technologien wie die Biomechatronik. Alles für einen neuen Markt der Zukunft und die Fachkräfte von morgen. Um Lebensräume zu erhalten und den Planeten zu schützen. Der erste Schritt ist getan. Gehen wir gemeinsam weiter.